geschätzte Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Krems, liebe Frau alle. Obmann, alle. Stellvertreterin, Ehrenobfrau des Drachenvereins. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nach den Darbietungen oben bei der Frauenbergkirche, die nicht nur entzückend sind und waren, sondern die professionell und vor allem volkskundlich wirklich fundiert und hochwertig sind, ist jede Politikerrede vernichtet. Politikerreden soll es aber heute auch gar nicht geben, aber als Vertreterin der Stadt Krems, und ich darf Grüße vom Bürgermeister Resch ganz herzlich übermitteln, darf die Wertschätzung des Herrn Bürgermeisters für das Vereinsleben in Stein, speziell für den Trachtenverein, ganz speziell für den Verschönerungsverein Stein mitbringen und möchte schon anmerken, wie wichtig die Vereinsarbeit nicht nur in Stein ist, wie wichtig die Verschönerungsvereine für alle Stadtteile sind. Mir hat besonders gut gefallen, dass bereits in Krems Süd die Verschönerungsvereine den Zusatz bekommen haben, Verschönerungs- und Geselligkeitsverein. Ich finde das sehr zeitgemäß, denn Schönes und Schönheit liegt nicht immer nur, Betonung auf nur, auf schöne Straßen, schöne Gebäude. Schönes Leben, gutes Leben ist auch damit ausgedrückt, dass sich die Bevölkerung wohlfühlt. Und dieses Wohlfühlen, dieses schöne Leben in einer Stadt, in einer der schönsten Städte, nicht nur baulich, in einer der lebenswertesten Städte, wie es Krems ist, ist Teil und Erfolg dieser vielen Vereine. Ja, der Felsenbrunnen selbst, den gibt es bereits seit dem Mittelalter. Die Brunnenüberdachung ist um einiges jünger. Dieses 50. Weinbrunnenfest ist auch der 50. Jahrestag des Baus dieser Brunnenüberdachung. Man sieht es jetzt nicht mehr, doch vor einigen Wochen noch konnte man es erkennen. Patina, die sich innerhalb der letzten 50 Jahre auf die Überdachung des Felsenbrunnens gelegt hatte, begann sich zunehmend in den Zahn der Zeit zu verwandeln. Eine Sanierung war wohl anstehend. Und die durch die doch nicht wirklich alltägliche Holzdeckung sollte das Wie auch gut überlegt sein. Und vor allem sollte auch zum 50. Jubiläum das Brunnendach wieder fertig sein. Der Verschönerungsverein Stein, den verbindet schon viele Jahre ein gutes Verhältnis zur HTL Krems. Und so trauten wir uns, um Unterstützung zur Erneuerung der Dacheindeckung anzufragen. Aus dieser Unterstützung wurde salopp gesagt annähernd ein Full-Service. Durch die HTL erfolgte die komplette Arbeitsleistung der Eingerüstung des Brunnendaches, jetzt nicht mehr sichtbar natürlich, der Abtrag der alten Holzschindeln sowie die komplette fachmännische Neuentdeckung. Die Lärchenschindeln dazu wurden seitens des Verschönerungsvereines von einem österreichischen Hersteller aus dem oberösterreichischen Hausbauviertel aus dem Attergau erworben. Nochmals, das möchte ich betonen, einen ganz besonderen Dank an die HTL Krems, den Bauhofleiter, Herrn Baumeister, Ingenieur Johann Schadinger, sowie ganz besonders auch dem hier vor Ort für die Ausführung tätigen Holzbaumeister Martin Weinzierl, sowie allen seinen Schülern. Ein herzliches Danke. Mein Dank und ich glaube auch unser aller Dank gilt natürlich den Personen, die die vergangenen 50 Jahre durch ihr Engagement diese Veranstaltung ermöglicht haben und somit den Grundstein für die weiteren 50 Jahre gelegt haben. Im Speziellen möchte ich mich im Namen des Verschönerungsvereines bei einigen heute hier Anwesenden bedanken, die vielfach auch nicht so ganz offensichtliche Arbeiten verrichten, die für dieses Weinbrunnenfest jedoch unabdingbar sind. Da ist zum einen der Hansi Bleim mit Hans seiner Familie. Hansi, ah, da unten steht er. Hansi Kleibisch. Vielleicht verrät der Bleim Hansi später dem einen oder anderen, wie er es jedes Jahr schafft, den Brunnen zu überreden, statt Wasser Wein zu spenden. Na ja, frage ich mit der Hand nochmal schauen. Vielleicht kann man drüber reden. Der Hans Resch mit Familie ist auch immer wieder sehr engagiert, tätig bei den Vereinsveranstaltungen. Danke auch wieder für die Tische und Bänke sowie die Bereitstellung der Getränke für die Musiker oben am Frauenberg.
der Imbergerbäude sowie der leider letztes Jahr verstorbene Erwin Sommer sind und waren die langjährigen Weinverteiler hier am Weinkommen. Holdi, danke nochmals für die Weiterführung dieser langjährigen Tätigkeit als Weinverteiler. Und auch ganz wichtig, das möchte ich noch sagen, danke für die Zurverfügungstellung des Kellers, für die Festausrichtung und auch für die Benutzung während der Bauarbeiten. Danke sehr. Doch nunmehr genug geredet, jetzt wollen wir den weiteren Abend genießen und natürlich wie jedes Jahr zur Sonnenwende den Felsenbrunnen zum Weinbrunnen werden lassen. Aber bevor der Weinbrunnen jetzt kommt, kommst du noch zu uns? Ja. Weil wir gratulieren jetzt noch. Wem denn? Zum Verschönerungsverein. Was? Zum Verschönerungsverein kommst du runter. Ja, und der Vizebürgermeister. Es war immer, ist mir am Herz gelegen, dieser Weinbrunnen, dieses Weinbrunnenfest. Wer sich erinnern kann an den Herrn Scholz, ja, der damals das begonnen hat, der hat gesagt zu mir vor vielen, vielen, vielen Jahren, der Frau Imberger, solange es ihn gibt und die Kinder versprechen es mir, dass sie immer beim Weinbrunnenfest tanzen. Ich habe es versprochen und wir tanzen immer noch, wo immer drüber schaut, Herr Scholz. Aber es ist immer noch ein schönes Fest. Und wir gratulieren ganz herzlich zum 50-jährigen Jubiläum. Viel Glück. Thank you.